Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 19. April 2018? In Zukunft vermittle ich nicht nur die Tageshoroskopen, sondern die Einfluss des Mondes, die täglichen Mondenergie. Natürlich, das ist weniger in unserer westlichen Astrologie bekannt. Unsere westliche Astrologie arbeitet mit Sonnenkalender. Aber es gibt andere astrologischen Richtungen, wie die chinesische Astrologie, die tibetische Astrologie, die indische und die arabische Astrologie. Sie arbeiten mit Mondkalender und Mondhäuser und sie betonen den Einfluss des Mondes. Und das versuche ich in die Zukunft immer mehr in diese Richtung auch etwas erzählen. Immerhin, die Mond hat einen sehr großen Einfluss auf unserem Leben, auf unserem Alltag und auch auf unseren Gefühlen. Wenn wir bedenken, dass unser Körper hauptsächlich aus Wasser besteht und Mond hat einen Einfluss auf die Wasserbewegung, bewegt ganze Meere, Ebbe und Flut, das kommt von Mondenergie, dann verstehen wir auch, was für Kraft dahinter steckt. Und wie ist das im heutigen Tag? Die Scheinbewegung der Sonne ist in Tierkreiszeichen wieder. Warum Scheinbewegung? Weil die Bewegung macht die Erde. Nur für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Früher dachten die Menschen tatsächlich, dass Erde steht im Mittelpunkt unserem Sonnensystem und die Sonne kreist um die Erde. Das war das alte Weltbild, die geozentrische Weltbild. Bis dann Kopernikus hat diesem Weltbild verändert, heißt auch kopernikanische Wende. Und jetzt wissen wir, die Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne und unserem Planet Erde. Planet heißt auch beweglichen Sternen, kreist um die Sonne. Das ist die neue Weltbild, die heliozentrische Weltbild. Und diese Scheinbewegung der Sonne ist in Tierkreiszeichen wieder. Steht immer noch im Orbisbereich, also immer noch in Verbindung zum Uranus. Uranus sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Überraschungen. Bei Widder ist auch ein Neuanfang und das wirkt auf uns alle, weil der Sonneneinfluss wirkt nicht nur bei den Wiedergeborenen, sondern vermittelt diese Energie auf uns alle, egal in welchem Tierkreiszeichen ist man geboren. Also das kann uns alle treffen. Aber in erster Linie die Feuerelemente und dazu gehört die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Schütze und die Tierkreiszeichen Löwe. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Und jetzt kommt die Mondenergie, die Mondeinfluss. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Und es eignet sich nach außen gehen, die Kraft nach außen richten oder etwas beginnen, starten, was zunehmen soll, was sich vermehren soll. Aber heute ist ein Knotenpunkt der Zeit. Die Zeit hat auch solche Kreuzungen und das ist der heutige Tag. Das heißt, wir sollen die Kraft konzentriert halten, also überlegen, wo setzen wir unsere Kraft ein. Wenn das zu viel ist, führt heute zum Stress. Wir brauchen die Ruhe und wir sollen eher darum kümmern, was die Alltag betrifft, dann sind auch keine Hindernisse, aber bei größeren Veränderungen, wie eine Reise zu gehen oder einen Großeinkauf zu machen, ist die Spannung da. Auch die Unfallrisiko ist etwas höher und es beeinflusst die Mondbewegung. Die Zeit hier kreuzt sich, wir stehen in einer Kreuzung und das heißt, überwinden etwas und alles, was wir so überwinden, das kostet alles Kraft. Also es ist wichtig, heute im Kraft zu bleiben.
Also beim heutigen Tag, bei diesem heutigen Mondenergie, sollen wir konzentriert in Kraft zu bleiben, nicht allzu viel vornehmen, das führt nur zum Stress. Und was noch empfehlenswert ist, heute keine Haare schneiden, beeinflusst auch das Kraft, das Haarqualität. Also lieber vermeiden, das Haare schneiden. Ich empfehle auch ein Halbedelstein Hämatit. Hämatit gibt uns Mut und Kraft, ist auch ein Heilstein und wir können heute mit Hämatit arbeiten. So bleiben wir auch in Kraft. Und Hämatit hilft auch bei Meditation, gibt uns die Ruhe und die Wärme. Also gerade wenn wir auf unserem Kraft konzentrieren sollen, dass wir in Kraft bleiben, bekommen wir die Unterstützung von Hämatit, ist auch ein Heiledelstein. Bei Reinigung des Hämatit sollen wir das Wasser vermeiden, sondern mit Bergkristall reinigen und aufladen mit Mondenergie. Das würde ich auch empfehlen, aber achten wir darauf, welchen Mondeinfluss gibt. Jetzt zur Zeit bewegt sich die Mond in Tierkreiszeichen Zwilling, also vermittelt die Zwilling-Eigenschaften und das können wir in Halbedelsteinen aufladen. Das heißt, die Gespräche fördern, dass es auch Kraft hat. Dazu empfehle ich die Hämatit oder dass wir Mut haben und Kraft haben, das im Ausdruck bringen, was wir sagen wollen, so können wir diese Halbedelstein Hämatit verbinden mit dem heutigen Mondbewegung im Zwillingen. Und die Zwillingen haben einen Bezug zum Kommunikation. Und so wirkt die Mondenergie auf diesem Stein. Und so können wir energetisch oder so können wir natürlich auch mit diesem Stein arbeiten. Also das ist die Empfehlung von mir. Und welchen Einfluss bekommt die heutige Mondbewegung? Das ist eine von den königlichen Sternen Aldebaran. Diesem Stern Aldebaran befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das ist die Auge des Stieres. Übersetzt heißt es Wegweiser, der Wegweiser zu sein. Warum Wegweiser? Erstens, das ist ein ganz hell leuchtender Stern, das Auge des Stieres. Und wenn die Auge des Stieres sichtbar ist, dann kommen die Hyaden und die Plejaden, die sind die Töchter von Atlas. Und so ist Aldebaran die Wegweiser. Sieht auch etwas, immerhin ist es die Auge des Stieres. Das heißt, wir sind gerade die Wegweiser oder wir schauen in eine bestimmte Richtung, was ich auch immer wieder betone. Wir sollen in die Richtung schauen, wo wir gehen wollen. Und das ist gerade konzentriert in diese Richtung schauen und die Ziele zu erreichen und konzentriert in Kraft zu bleiben, gerade bei diesem heutigen Mondeinfluss. Also das Auge des Stieres wirkt in heutigen Mondbewegung und Mond bewegt sich im Zwillingen. Dann können Sie die Frage stellen, was sucht Aldebaran im Zwillingen? Die Antwort ist ganz einfach. Astrologisch unterteilen wir die 12 Tierkreiszeichen gleich groß, immer 30 Grad. Und 12 mal 30 ergibt die Kreis 360 Grad. In Wirklichkeit sind diese Tierkreiszeichen unterschiedlich groß. Eine ist kleiner, andere ist größer. Und die Besonderheit ist, dass sie miteinander verbunden sind und bilden sich die Ekliptik. Und die Planeten bewegen sich durch diese Ekliptik auch unserem Planet Erde. Und das sind die Einflüsse von den Planeten. Natürlich kommen noch die Fixsterne dazu. Dazu gehört natürlich Aldebaran.
Also Aldebaran ist dieser königliche Stern. Königlichen Stern, so haben die alten persischen Astronomen bestimmt etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und weil die Tierkreiszeichen sich verschmelzen miteinander, so kommt es, dass dieser Stern von Tierkreiszeichen Stier im Bereich Zwillingen wirkt. Und dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Es gab eine Königstochter, ein wunderschönes Königstochter, und sie spielte gerne mit ihren Freundinnen am Meer, am Strand. Und Zeus ist berüchtigt, das liebte schöne Frauen. Wie soll das sonst sein? Zeus verliebte an diesem Königstochter und die hieß Europa, so wie unserem Kontinent. Zeus verliebte an Europa und wollte verführen. Aber hat überlegt, wenn als Zeus erscheint, vielleicht laufen die Mädels davon. Also musste was einfallen lassen und Zeus verwandelte sich in einen prächtigen weißen Stier. Und Europa spielte mit diesem Stier am Strand und schmückte mit Blumen und saß auf seinen Rücken, und genau diesen Moment hat Zeus gewartet und hat über den Meer den Strand verlassen und über dem Meer erreichte Kreta. Und in Kreta zeigte sich als Zeus. Und die beiden haben sich verliebt, Zeus und Europa. Und Europa gebar 3 Söhne. Einer ist Minos und wurde der König von Kreta. Das ist die Geschichte dazu, das ist die Geschichte von Stier. Die Verliebtheit zwischen Zeus oder Jupiter und Europa. Und so wurde Kreta begründet. Und jetzt schauen wir an, wie wirken die Sterne auf den einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Waage. Für Wiedergeborenen bedeutet das selbstverständlich, etwas ins Licht zu bringen, in Öffentlichkeit gehen, etwas präsentieren, sich im Mittelpunkt stellen, wahrgenommen werden. Das ist ein großes Bedürfnis zur Zeit der Wiedergeborenen. Durch die Uranus- und Sonneneinfluss natürlich kommen auch Veränderungen und Umbrüche. Mirach wirkt auch. Mirach bestrahlt das und Mirach bringt Glück. Also auch Glück bedeutet, Mirach bedeutet auch Kreativität, Schönheit und Kreativität. Und das wirkt natürlich durch den Sonneneinfluss auf uns allen, aber hier im Wiedergeborenen natürlich etwas intensiver. Das zeigt Kreativität, auch die Schönheitssinn, auch mehr in Öffentlichkeit gehen oder wahrgenommen werden, Umbrüche, Veränderungen, auch Gespräche nehmen zu oder Terminen, also einiges in Bewegung. Was auch hier bewegt, das ist nicht nur heute, sondern es beginnt ein Prozess zur Zeit bei den Wiedergeborenen und das ist der Prozess der Heilung. Natürlich, wenn es um Heilung geht, gibt es auch Krankheit. Und das kann auch seelische oder körperliche Erkrankungen sein, eine Art Wandlung im Gesundheitszustand. Das bedeutet aber bei vielen Menschen die Richtung, die Berufung, Heiler zu sein oder eine Heilpraktiker-Ausbildung machen oder Arzt, ein Studium als Arzt. Also das kann auch die berufliche Richtung bedeuten, aber auch Heilung. Mit anderen Worten, die Wiedergeborenen wird dieser Prozess, was jetzt begonnen hat, alten verletzten Gefühlen bereinigen.
oder bei Erkrankungen auch wichtig, die Gesundheit, die Lebenskraft wieder zu erhalten, ein Heilprozess. Oder wenn eine bestimmte Situation uns kränkt, da Ordnung zu bringen, da eine Heilung reinbringen, ein Reinigungsprozess. Und das wird in der nächsten Zeit so sein. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Hier bewegt sich der Planet Venus, die Liebesplanet, und steht mit Mars in Verbindung. Und das sind die zwei Liebende, Mars und Venus, oder Aphrodite und Ares. Und die stehen in einer harmonischen Verbindung. Und das habe ich Anfang nicht erwähnt, aber das ist auch sehr wichtig. Saturn ist rückläufig, und diese Rückläufigkeit der Saturn kann alten karmischen Erinnerungen hervorrufen oder jemand von Vergangenheit. Und hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft. Damit können die Stiergeborenen rechnen, dass entweder eine karmische Begegnung haben oder jemand meldet sie von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Zwillinge, hier bewegt sich die Mond, hat einen Einfluss von Aldebaran. Natürlich durch die Mondenergie wirkt auf uns alle, aber hautnah spürbar ist bei Zwillingsgeborenen gerade die Augen offen halten, etwas deutlich erkennen oder Wegweiser zu sein, so wie Aldebaran die Name heißt übersetzt, Wegweiser, Wegweiser zu sein, die Richtung zu bestimmen, und einiges ist in Bewegung. Hier ist auch Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse zum Erwarten, dann auch Gespräche, Kontakte, und in die Liebe, Partnerschaft kommt Stabilität. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen Fundament, ein fester Boden unter den Füßen. Heute haben mehr Leichtigkeit, aber sie sollen auch auf die Kraft achten. Das durch die Mondbewegung löst uns etwas aus. Es ist eine Kreuzung gerade, die Hindernisse überwinden, und genau das kreuzt unserem Schicksalsweg zurzeit, und das löst die Mondeinfluss aus im Allgemeinen. Und da sind die Krebsgeborenen sowieso sehr empfindlich, weil die haben einen Bezug zu Mondenergie. Immerhin Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Und abgesehen davon, dass Mars gegenüber bewegt, also spiegelt etwas für die Krebsgeborenen, und diese Spiegelung bedeutet im Gleichgewicht. Also nicht zu viel vornehmen oder nicht darauf achten, dass auch Ruhe da ist, sonst kippt die Gleichgewicht und das kränkt dann die Krebsgeborenen, weil dann fühlen sie sich erschöpft und kraftlos. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die Kreativität, diese schöpferische Kraft, und das können sie umsetzen als Hobby oder als Berufung. Aber Liebe, Partnerschaft sind noch Einschränkungen da, das sollen die Löwengeborenen noch geduldig zu sein, bis da eine Verbesserung kommt. Karmischen Themen aktiviert gerade die Mondknoten im Löwengeboren eine neue Aufgabe, und zurzeit geht es in Richtung Berufung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Aber heute fühlen sie sich unsicher oder wirklich sind diese Hindernisse. Also die Jungfraugeborenen brauchen zurzeit auch Kraft. Und ein Halbedelstein wie Hämatit hilft auch, in Kraft zu bleiben. Beruflich ist es etwas besser. Bei der Jungfrau geboren kommt mehr Stabilität oder Verbesserungen. Und wie ich schon sagte, in die Liebe, Partnerschaft liegt Glück da. Und in den kommenden Tagen kommt die Bestätigung, kommt etwas im Fluss. Auch wenn heute noch Spannungen da ist, im Emotionen, im Gefühlszustand, wird in den Tagen besser sein, beruhigt sich das alles. Bei Tierkreiszeichen Wagen geboren, wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber immer mehr nimmt zu die beruflichen Situation, im Beruflichen etwas zu verbessern und auch gesundheitlich. Nicht nur, weil in diesem Bereich wirkt auf den Wagengeborenen zurzeit Arbeit, Arbeitsplatz, Beruf, Berufung und Gesundheit, sondern weil
Chiron spiegelt auch etwas. Das kommt auch noch dazu, dass die Wagengeborenen sollen bewusster mit ihren Gesundheit oder das Gesunderhalten, Ernährung, Bewegung, wie auch immer, darum zu kümmern. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist die wichtigste Thema zurzeit, die Liebe, Partnerschaft. Da kommt etwas in Bewegung, aber die Skorpiongeborenen sollen nicht nur passiv sein und warten, sondern ein Signal setzen oder den Kontakt suchen. Und so kommt das alles im Gleichgewicht, so kommt das in Bewegung. Es gibt viele Themen von Vergangenheit, was viele Skorpiongeborenen natürlich trifft. Jemand meldet sich von der Vergangenheit oder kommen Erinnerungen von der Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen beginnt eine neue Phase zurzeit und es wird die Liebe Partnerschaft sein. Eine gewisse Unsicherheit ist da, bis das alles in Ordnung kommt. Momentan ist die Begeisterung, vielleicht eine neue Begegnung, unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Das ist eine fließende Energie für die Schützengeborenen. Es ist auch eine gute Nachricht zum Erwarten, aber was die Liebepartnerschaft betrifft, es ist jetzt sehr wichtig, auch in die nächste Zeit wird es ein wichtiges Thema sein, aber momentan sind noch Unklarheiten da oder Unsicherheiten, vielleicht weil die Begegnung und alles noch ganz neu ist. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren, hier bewegt sich die Schicksalsplanet. Saturn ist rückläufig, das trifft direkt die Steinbock geboren, Vergangenheit, karmischen Thema. Also da etwas noch anschauen von Vergangenheit. Von Venus kommt eine schöne Energie, das verhilft bei Liebe, Partnerschaft. Aber die Lilith wirkt auch hier besonders für die Männer. Die Männer haben gerade Sehnsüchte und Wünsche bezüglich Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Dann Umbrüche, Veränderungen und Ansehen und beruflichen Erfolg. Liebe Partnerschaft, ein bisschen Geduld noch, bis das sich verbessert. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen, dieser Heilprozess ist vorbei, da können die Fischengeborenen aufatmen. Vieles haben losgelassen, vieles in Ordnung gebracht, sie spüren auch die Kraft. Eine gewisse Unsicherheit ist momentan spürbar, Geduld in den kommenden Tagen verbessert sich, beruhigt sich das alles. Und wo die Fischengeborenen zurzeit Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen und wie funktioniert es. Das sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mail auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.